Während des Spanienkrieges gelangt der Kommunist Fred Lawrence in den Besitz der Geheimformel eines neuen Nervengases der IG Farben. Die Nazis, sie haben eine neue Waffe. Um zu verhindern, dass die Faschisten diese unheimliche Waffe einsetzen, will Lawrence die Formel in die Sowjetunion bringen. Ein Genosse tätowiert ihm die Formel auf den Fuß. Im Frühjahr 1939 ermittelt der SS-Sicherheitsdienst, dass Lawrence im Besitz der Tabun-Formel sein muss und beauftragt Kriminalrat Krakmeier von der Gestapo und SS-Hauptscharführer Holz, Lawrence zu finden. Diese Geheimdienstaktion bekommt das Kennwort Schwarze Kerze. Die Welt muss gewarnt werden.